Schlitzohr versus Unglücksrabe. So könnte an diesem Abend das Privatduell zwischen Bayerns Thomas Müller und Schalkes Keeper Ralf Herrmann betitelt werden. Nach zwei Abschlüssen des Münchners sah der Schlussmann der Königsblauen nicht gut aus. Einmal landete der Ball direkt, einmal über den Umweg Robert Lewandowski im Tor. Zwei Gegentore, die aus Patzern resultierten. Am Ende stand ein 1:2 aus Schalker Sicht auf der Anzeigetafel der Allianz Arena. Wir haben das sehr, sehr gut gemacht, lobte eben jener Fährmann seine Vorderleute am Ski-Mikrofon und zielte damit auf die Tatsache ab, dass die Schalker dem FCB das Leben über 90 Minuten durchaus schwer gemacht hatten. Wir waren immer wieder nah am Ausgleich dran und hatten viele gefährliche Situationen im Strafraum. Anführungszeichen, dass sich letztlich viele Menschen jedoch nur an Situationen in Fährmanns Strafraum erinnern werden. Daran hatte der 29-Jährige selbst einen großen Anteil. In der 6. Minute ließ er einen Distanzschuss von Müller, den er eigentlich drüber lenken wollte, nach vorne abprallen. Beim zweiten Gegentreffer versuchte Fährmann, wie er berichtete, das virtuelle Tor zu verteidigen. Das virtuelle Tor, also der Bereich, den es für ihn neben dem eigentlichen Tor zu verteidigen gilt, beinhaltete in diesem Falle auch den 5-Meter-Raum, da ich der Meinung war, dass er ihn quer spielt. Dass Fährmann bei seiner Einschätzung den Müller-Faktor außer Acht gelassen hatte, wusste er anschließend nur zu gut. Das hätte ich natürlich bei einem Thomas Müller nicht machen dürfen. Anführungszeichen aus Spitzenwinkel schob der Bayern-Stürmer das Leder ins kurze Eck und markierte den 2:1 Endstand. Dass Fährmann beim Einschätzen des Müller-Faktors allerdings so gut wie keine Chance auf eine richtige Entscheidung gehabt hatte, klärte Müller selbst auf und kam dem Keeper somit zu Hilfe. Der 28-Jährige verriet nach Abpfiff, dass er aus einem leicht ungesunden Zustand der Hüfte heraus einfach nur versucht habe, das Ding vor das Tor zu bringen. Dass Königsblau die Partie nun allerdings aufgrund seiner beiden Fehler verloren habe, wollte der gebürtige Chemnitzer nicht auf sich sitzen lassen. Was soll ich machen? Ich bin doch keine Maschine, ließ Fährmann seinem Unmut freien Lauf. Natürlich hätte ich gerne anders verteidigt, aber es gibt halt solche Spiele. Ähnlich sahen es sowohl Manager Christian Heidel, Ralf kommt damit klar. Er hat uns schon so viele Punkte gerettet, da wird dies in der Kabine auch kein Thema sein, als auch Trainer Domenico Tedesco, Ralf wird sich da am meisten darüber ärgern. Das ist aber auch menschlich. Wir werden ihm noch mehr den Rücken stärken und erstickten damit eine Schuldfrage bereits im Keim.